שלום עליכם, גוטן אבנט. דר שיעור הויטה איז לעילוי נשמס מאיר בן מרדכי און פילה ברכה און זייגן און דנקברקייט אין די פמיליה זול הובן מזל און ברכה. ויר ורדן בגינן מיט איינה ציטאט פון מנהגי פרנקפורט דה מיין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. שתי דגשים אין מנהגי פרנקפורט דה מיין, זייטה 131. נוהגים לקרוא מגילת רות, אסי זיינה בראוך איינה זיטה צו לייזן מגילת רות, ביום טוב של שבועות, אחרי תפילת יוצר של יום השני. אוקיי, ואז אז תופע שטנן? Dass in Frankfurt, hat man gesagt, dass es gibt einen Brauch am zweiten Tag von Shavuot nach Birkat Yotzer Ohr Choshev, oder? Okay, das ist die Sache. Es gibt in Ashkenaz viel Yotzerot. Also wenn du guckst in die Sidurim von Redelheim, die Sidurim, die haben wir früher gebetet in Altenheim, es gibt in jedem Feiertag zusätzliche Yotzerot. Also, man sieht hier in Minage Frankfurt der Main, dass man liest Megillat Rut nach die Gebete vom Yotzerot von Yom Sheni. Okay. Okay. In Worms gibt es ein Buch, der heißt Noe Katzon Yosef. Dort steht geschrieben Shabbat Chol HaMoed Sukkot Korim Kohelet Bli Bracha Achar Kach Kriyat HaTorah. Interessant. Interessant, warum interessant? Weil meistens liest man die Haftara nach der Torah-Lesung und mit Bracha. Ja, aber hier sagt der Kohelet, das ist eben das, was du sagst, jetzt merk diesen Satz, vielleicht das ist einer von den Gründen, du hast gerutscht, Kohelet ist nicht Haftara. Das, was du sagst jetzt, du hast schon gesagt, eine Antwort von Rav Eliyoshiv. Kol HaKavod. Also was steht in Noe Katzon Yosef? Man liest Kohelet am Shabbat Chol HaMoed Sukkot ohne Bracha und danach, was macht man danach? Kriyat HaTorah. Okay. In Minhagei Frankfurt gehen wir zurück und das ist auch überall in Ashkenaz, in Minhagei Rheinus. In Minhagei Rheinus steht geschrieben am Purim, man liest in die Torah Vayavo Amalek, die Geschichte von Amalek, achar kach kore Megillah im Bracha. Okay. Okay? Rabbi Yaakov Emdin, der kommt aus Emden, er war der Rabbiner von Altona, Hamburg, großer Tzadik, sagt nein, das akzeptieren wir nicht, es kann nicht sein, dass Megillat Kohelet und Megillat Shir HaShirim am Pesach oder Rut am Shavuot sollen sein nach die Yotzerot vor Kriyat HaTorah. Und er sagt, wir haben ein Klal, eine Regel, das ist unsere Regel heute, oft und nicht oft, oft kommt zuerst ein häufiger Brauch und ein unhäufiger, das häufigsten ist immer da. Also ich zitiere von Kitzur Shulchan Aruch, häufiger und weniger häufig kommt das häufigere zuerst. Okay? Also wir werden lernen diesen Begriff zuerst, woher er kommt, was heißt häufig, was heißt nicht häufig? Ich hätte auch eine Frage, weil alle Megillot liest man ja nur an den Feiertag. Und warum ist dann Megillat Esther anders als alle anderen Megillot? Okay, also dann stellst du noch eine Frage dazu. Gute Frage. Am Pesach, Shavuot und Sukkot
liest man nach Yotzrot und danach Kriyat HaTorah. Und am Purim zuerst Kriyat HaTorah und danach Kriyat HaMegillah. Okay, gute Frage. Das ist genau unsere Beschäftigung heute. Wie kann sein, eine ist regelmäßig und eine ist unregelmäßig. Wobei muss man betonen, in Deutschland, die jüdischen Juden haben sogar die Megillot am Rut zum Beispiel oder Kohelet haben sie gelesen von Megillat Klaf Kshera. Also sie haben genommen ein Pergamentpapier und ein Reus genommen vom Schrank und gelesen, genauso wie Megillat Esther hat eine Schriftrolle, so haben sie gelesen alle Megillot. Gut, dann beginnen wir Step by Step. Wir werden beginnen mit die Tora. Und dann gehen wir in die Mishnah und dann in die Gemara und weiter. In 4. Buch Moshe, Parashat Pinchas, gibt eine Parashat, die sehr häufig gelesen wird. Parashat HaKorbanot. Also immer in die Tora, dieser Abschnitt ist sehr stark gefährlich, soll sein ein Fehler, weil man liest das alle Feiertage, alle Rosh Chodesh und immer zu Maftir. Das ist am meisten gelesen Parasha in die Tora Pinchas. Sie ist schon ausradiert und sehr oft ausgequetscht. Schon, ich glaube, man liest die am Jahr mehrere Mal. Wenn du überlegst, mehrere Mal, jeden Rosh Chodesh, manchmal zweimal Rosh Chodesh, jeden Yontef, Maftir, immer, okay. Steht geschrieben, Pasuk 23, Milvad Olat HaBoker, Asher Leolat HaTamid, Ta'asu Et Ele. Außer das morgens Ola, Korban, das ist die regelmäßige Ola, macht die andere. Und danach kommt eine Betonung in die Tora. Jetzt folgende sollt ihr machen. Jetzt will ich dir vorlesen, Unkelus. Bar malas zafro, dehi alas tediro. Ta abdun yos ilen. Also, Unkelus nimmt das Wort Tamid. Und wie übersetzt er Tamid auf Aramäisch? Tediro. Tediro. Was ist Tediro? Tediro bedeutet Tamid. Immer, häufig, oft, regelmäßig. Okay. Also sagt uns die Tora etwas ganz klar. Alles, was ihr jetzt lernt in dem Korbanot, Korban von Rosh Chodesh, von Rosh Hashanah, von Pesach, Sukkot, sollt ihr wissen, eine Regel. Milvad, das ist alles, Musaf. Was ist Musaf? Dazu. Dazu, zusätzlich. Bar Malas Zafo, nicht vergessen den Vorteil von dem ersten Ola, weil das ist Ola Tatamid, das ist regelmäßig ein Korban, die hat man gebracht jeden Morgen und jeden Nachmittag. Der Rest ist immer zusätzlich ein Korban. Okay? Verstanden? Verstanden? Ja. Nehmen wir jetzt die Mishnah in Zvachim und wir lesen 5. Kapitel Mishnah Aleph. Kol atadir mechavero kodem et chavero. Jeder, der häufiger als sein sozusagen Kollege, Freund, eine in seine Ebene. Vergiss nicht diesen Satz. Es muss etwas sein in the same level, in dieselbe Ebene. Jeder, der regelmäßig und er ist häufig als sein Freund, er ist zuerst. Weil es gibt noch einen Begriff in Talmud, ich will den nicht belasten mit noch einem Begriff. Es gibt Mekudash Yoter, es gibt etwas der Heiliger. Da ist wieder eine andere Kategorie. Ich habe nicht genau diesen Satz verstanden, dass wenn du ein Freund... Nein. Kol atadir mechavero, chavero bedeutet seine Kollege, seine ähnliche Mitzwa. Ja. Ja? Dann das, was regelmäßig kommt, der bekommt zuerst. Ah, okay. Es gibt, man verteilt Matzot. Jeder, der kam zuerst, bekommt den Matzah. Kommt der Rebbe ist heiliger, kommt, kriegt er zuerst Matzot. Verstanden? Also es gibt immer Regeln, dass alles, was häufig, oft, regelmäßig
ist immer vor derjenige, der unregelmäßig. Aber es gibt noch einen Begriff, Mekudash Kodem Yoter. Wenn etwas ist heiliger, kommt er zuerst. Ich gebe dir ein Beispiel. Talit und Tfilin. Ja, was zieht man zuerst? Talit. Talit. Welche Bracha sagt man? Leitatev Bezitzit. Okay? Und danach, Asher Kedeshon mit Yosef Zivonu, Laniach? Tfilin. Warum? Warum Talit zuerst? Es ist mehr Tadir, weil auch ein Feiertag und Shabbat. Genau. Tfilin wird nicht gelegt am Feiertag und am Shabbat und Talit wird immer regelmäßig getragen. Wir werden bald sehen, step by step, okay? Mhm. Also ich will die Mishnah. Die regelmäßige Tvidim vor Musaf. Musaf Shabbat vor Rosh Chodesh. Musaf Rosh Chodesh vor Rosh Hashanah. Weil es steht geschrieben, dass Milvad Olat HaBoker tasu et ele. Also ich gebe dir jetzt ein paar Beispiele und du sollst schnell antworten. Am Shabbat. Was ist zuerst? Korban Tamid oder Musaf Shabbat? Korban Tamid. Jetzt hast du Shabbat, Korban Tamid und Rosh Chodesh. Wie ist die Reihenfolge? Korban Tamid, Shabbat und Rosh Chodesh. Jetzt hast du am Shabbat Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, Shabbat und Korban Tamid. Korban Tamid, Shabbat, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. Sehr gut, Respekt, sehr gut. Kommt Birkat Amazon. Gibt zwei Gebete. Eine heißt Rezevach Lizeinu von Shabbat und der andere heißt Yaleh Yavo. Was kommt zuerst? Warum Rezei zuerst? Weil es ist regelmäßiger. Sehr gut, sehr gut. Jede Woche. Kommt Shabbos Ausgang und die Gemeinde weiß nicht, was sie machen soll. Zuerst Omer zählen oder Kiddush Levana machen? Was sollen sie machen? Kiddush Levana. Kiddush Levana. Und dann? Und dann Omer. Warum? Weil Kiddush Levana macht man jeden Monat und Omer macht man sehr gut. Ab, es gibt zwei Kapitel Tehilim, die man sagt beim Davnen. Am Monat Elul sagt man Ledovid Hashem Eure Veishi und am Rosh Chodesh sagt man Borchi Nafshi. Was wird man in Frankfurt zum Beispiel machen, wenn es ist Rosh Chodesh Elul zweiten Tag und man sagt Ledovid Hashem und man bläst schon Shofar. Was soll man zuerst sagen? Borchi Nafshi oder Ledovid? Borchi Nafshi und nach Ledovid. Warum? Borchi Nafshi ist jeden Monat und Ledovid ist nur... Sehr gut. Sagen wir, kommt jetzt Rosh Chodesh Nisan und du kannst machen Birkat HaIlanot, segnen die Bäume, oder du kannst machen Birkat HaChama, danken für die Sonne. Was sollst du zuerst machen? Birkat HaChama und danach... Überleg, Birkat HaChama, weißt du, was ist das? Nein. Okay, dann frag. Du hast gesagt schon, das ist die Bracha für die Chama, aber... Ja, es gibt einmal in 28 Jahre eine Bracha. Okay, das habe ich verstanden. Dann. Okay, gibt es einmal in 28 Jahre eine Bracha auf die Sonne. Ja? Okay, warum? Warum? Mhm. Weil es gibt einen Tag am Jahr, wo die Sonne kommt zu ihrem ursprünglichen Ort, wo Gott hat sie gehängt auf dem Wand, auf dem Dach. Das erste Mal. Okay. Hast du noch nie gemacht diese Bracha? Mm-mm. Guck mal bitte, Birkat HaChama, wann war das letzte Mal? Also, mach nur Birkat HaChama. Also Birkat HaIlanot macht man jeden Monat. Der weiß schon die Antwort. Nissan, Beseder. Und Birkat HaChama ist einmal in 28 Jahre. Dann wissen wir, dass Birkat HaIlanot ist zuerst. Warum? Weil oft und nicht oft ist immer miteinander. Okay, ein Mensch ist gekommen in die Synagoge zum Shabbat ein bisschen spät. Es war kalt, man betet draußen. Und er will weiter mit die Kehila, Davnen, Joitzer und Keladon singen. Und er kann springen auf ein Gebet. Über was soll er springen? Über Nishmas? 2009.
Ja. Okay. Dann hatte ich, aber ich war noch ein Baby. Also 2009, wie alt warst du? In April, war 6 Monate alt. 6 Monate alt, kannst du dich nicht erinnern. Und wann ist die nächste? Wenn es war 2009, dann wird es... Guck mal, steht geschrieben. Aber du kannst auch rechnen. Ja. Das kann ich nicht. Also ich kann mich erinnern... 2037. Ich kann mich erinnern, als ich war ein Kind, das erste Birkat HaChama in meinem Leben. Es war in Kotel. Ich war ein Kind. Guck mal, wann war Birkat HaChama vor 2009? War 1981, habe ich gesehen. Dann war ich 10 Jahre alt? Ja, sehr logisch. Das kann ich noch erinnern. Also, danke dir. Das ist eine von meinen ersten Erinnerungen. Damals waren vielleicht 250.000 Juden. Sind Judim, Baula Kotel. Ja, maschu. Also, Birkat HaChama oder Birkat HaAilanot? Den Birkat HaAilanot oder danach Birkat HaChama. Sehr gut. Jetzt kommt die Frage. Kommt eine Shabbat in Schil und er kann überspringen Nishmas oder Psuke de Zimre? Was soll er überspringen? Nishmas. Warum? Weil Psuke de Zimre macht man die ganze Woche und es ist häufig und nicht häufig. Okay, sehr gut. Jetzt praktische Frage vom letzten Shabbat. Es war 3 Sifre Torah. Eine von Rosh Chodesh. Shabbat, Rosh Chodesh, Chanukka. Also wie soll man die Gebete ordnen und wie soll man die Sefer Torah ordnen? Die Gebete? Für Chanukka macht man ja nur Hallel und Hallel. Also die Torah, sagen wir jetzt die Torah rollen. Habe ich schon gesagt, Shabbat, Rosh Chodesh und dann Chanukka. Sehr gut. Okay. Die Gebete gibt es ja viele. Gut. Dann gehen wir weiter zu dem Begriff Tadir v'Sheino Tadir. Ich lese jetzt von Mishnah Brachot. Das ist die Diskussionen. Es gibt Meinungsverschiedenheit zwischen Beis Shammai und Beis Hillel in der Seuda. Das ist Kapitel 8 in Brachot. Eilu dvorim sheben Beis Shammai und Beis Hillel Seuda. Beis Shammai yomrim, mevarech al hayom, ואחר כך מברך על היין. Also zuerst macht er Bracha auf dem Kiddush vom Shabbat. Shal Kiddushonu mitvoyso v'rotzobonu v'shabbos kodshu v'rotzobonu v'chilonu. Borat Hashem mekadish Shabbos. Borat Hashem alakil v'chilon b'ri p'ri ha'gofen. So sagen Beis Shammai. Warum? Weil ohne der Tag war nicht der Bracha, der Kiddush. Also was ist wichtig? Der Tag. Okay? Mhm. Und Beis Hillel sagen nein. Mevarech al hayayin, zuerst bencht er den Wein und danach bencht er auf dem Tag. Also spielt keine Rolle, ob er macht das jetzt dem Kiddush auf Wein oder auf Brot. Dann wissen wir, also ist es auch ein Fall jetzt, weil wir wissen, dass am Ende ist ein Mikdashischer Shabbat. Und davor ist auch auf den Yain. Und Yain kann man auch die ganze Woche machen. Yain ist Tadir. Tadir. Okay, das ist der Argument von Hillel, dass das Birkat HaYain ist häufig und oft. Und Birkat HaYom und die Regel Tadir, v'sheno Tadir, Tadir kodem. Halacha kedivrei, Hillel. Sehr gut. Dann haben wir schon gesehen ein richtiges panoramisches Bild von verschiedenen Gesetzen und Regeln. Der Maharam von Rothenburg sagt, in Ashkenaz achtet man auf dem Wort Atadir Mechavero. Eine der kommt in Konkurrenz mit einer, der in seiner Stufe. Ich gebe ein Beispiel. Am Purim. Torah lesen ist eine Mitzvah von Chachamim. Stimmt? Die Knulaim Shikru Batorah. Megillah lesen ist Takana
von Sanhedrin? Von Chachamim, auch. Eine von sieben Mitzvahs der Rabbanon. Eine von diesen Mitzvahs von der Rabbanon. Chanukka. Ja? Jetzt. Wenn die zwei kommen auf dem Mishkal, auf dem Wiege, auf dem Waage, dann beide sind identisch bei dem Kampf. Das ist so wie im, Entschuldigung, dem Beispiel. Aber auch beim Boxen, es gibt schwache, durchschnittliche und grobe. Die, es wird nicht sein der Größe und der Kleine, verstehst du? Mhm. Es muss sein in seine Kategorie. Aber beim Sumo-Ring? Kenn ich nicht. Sumo ist ein chinesischer Alpha, richtig groß. Gibt es auch Stufen? Also wie viel sie wiegen. Also, okay. Also genauso, Entschuldigung, dem Beispiel, sie ist ein bisschen... Aber es wird dir bleiben, die Bild im Kopf. Es muss sein, Tadir Michavero kommt dem Regel, Tadir Veshano Tadir Tadir Kodem. Gibt es zwei Juden, eine kommt regelmäßig in die Synagoge. Ja? Mhm. Und er will jetzt Aliyah. Er hat Jahrzeit. Wer soll bekommen? Ja. Der kommt regelmäßig. Kommt aber jetzt Oberrabbiner von Tel Aviv, kommt Rav Lau nach Frankfurt und er will Aliyah. Das ist noch ein Das ist noch ein Begriff, das heißt Mekudash. Aber er ist nicht in die Kategorie. Verstanden? Er ist nicht jetzt in der Diskussion überhaupt. Und genauso gibt es sehr viele Sachen in die Halacha. Von Chatan, von Yorzeit, von viele, viele, viele Regeln. Also zuerst, Tadir Mechavero nach dem Aram von Rottenburg muss sein auf demselben Level. Jetzt, Purim gibt das bei der Megillah lesen Bracha. Stimmt? Mhm. Wenn man sagt, Bracha Asher Kidishanu B'Mitzvotav V'Ziwanu Al Mikra Megillah, was heißt das? Das ist eine Mitzvah mit Rabbanan. Torah lesen ist Mitzvah der Rabbanan. Gibt es zwei Mitzvot, die sich mit Nakshot, die haben sich Unfall? Oder wer soll zuerst auf die Brücke gehen? Wer soll gehen zuerst? Gerade Torah. Warum? Weil sie ist häufig. Aber am Shavuot steht in Minhagei Frankfurt, soll man lesen, vor dem Torah lesen. Warum? Weil das ist Minhag Kalush. Minhag Kalush bedeutet, kommt nicht überhaupt in die Diskussion Tadir Veshaino Tadir Tadir Kodem. Hast du nicht verstanden? Am Purim, die Megillat Esther lesen, ist Mitzvah der Rabbanan oder Minhag Reshut? Der Rabbanan. Kennst du den Begriff Minhag Reshut? Okay. Also Minhag, also Minhag von, vom Volk, oder? Man darf es machen, muss man aber nicht. Minhag mit Reshut. Freiwillige Brauch. Puri Megillat Esther ist Minhag Reshut oder Minhag Chova? Minhag Chova. Sehr gut. Minhag Chova kommt in die Kategorie Mitzvot der Rabbanan. Mitzvot der Rabbanan. Dann ist Tadir Michavero, ist auf derselbe Level. Dann Torah lesen ist zuerst. Weil die beide kommen überhaupt zum Diskussion. Jetzt. Aber am Shavuot, Ashkenaz wollte betonen, dass diese Minhag von... Ist so. Es ist Minhag Reshut. Es ist eine freiwillige Minhag. Also der Fall ist... Deshalb haben sie gleich gesagt, nach dem Yotzot. Verstanden? Um das zu betonen, so sagt der Maharam von Rottenburg und Shagas Arye. Das ist eine Minhag Kalush. Weißt du, was ist Kalush? Also schwach. Schwach. Das ist so eine unnötige... Ohne Wirbelsäule. Wie? Ohne Wirbelsäule. Ja, ohne Stärke, dass es kommt überhaupt in Diskussion. Also um etwas in der Regel von Tadir und Velot Tadir zu machen, muss es im selben Level sein. Ja. In derselben Etage. Genau. Das ist eine Erklärung. Dass die Halacha von Tadir und Shano Tadir ist, ist nur, wenn die beide haben demselben Mitzvah-Stufe größer. Kommt Rav Eliyoshiv und er sagt, deine Meinung, die hast du gesagt am Anfang. Das habe ich auch gelesen in einem Blatt. Die heißen Dirschu, das ist so eine Gruppe von Juden, die sehr, sehr heilige Arbeit machen mit Dafayomi und Alachayomit. Und dort habe ich gesehen in diesem Blatt,
damit sollen die Leute nicht sagen, dass es gibt zwei Haftarot und sieben Brachot. Du hast gesagt am Anfang, als ich habe gelesen, die Minhagei Frankfurt, dass man liest das nach die Parasha, nach die Kriyat HaTorah, dass so, es kann nicht sein, dass man liest die Haftarah vorher. Damit sollen die Leute nicht denken, dass es zwei Haftarot gibt. Was macht man nach der Kriyat HaTorah? Liest man Haftarah. Haftarah ist ein ähnlicher Brauch von unseren Weisen, von Chanukah abstammt. Manche sagen, das auch von Chanukah abstammt. Kein Problem. Aber deshalb kommt immer die Haftarah nach der Parasha, weil die Parasha ist Tadir. Die Parasha ist häufig. Und die Haftarah ist nicht häufig. Auch in der Woche, Montag und Donnerstag. Sehr gut, Schkoyach, sehr, sehr gut. Darum die Parasha ist häufiger. Weil während der Haftarah, genauso nur am Shabbat, dann hattest du Resch. Und die Parasha kommt auch an Rosh Chodesh und am Chanukah. Und dann viele Tage noch dazu, wo es gibt keine Haftarah. Sehr clevere Gedanke, okay. Freut mich. Deshalb, weil es ist Mina Kalush und weil שלא יגידו שיש שתי הפטרות, תמיד זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, שתי הפטרות גיבט. דסלב. מחמן, די הפטרות פנצוקות, פסח, עוד שבועות, דפרו, אבל בשיר השירים מסגיע, אין דזל בקטגורית, אבל הוא קומת, אם אנחנו נחדה כאלה תורה. שיר השירים איזה אוך כאין, מינה קלוש. פיזה גילי בהוק נשיר השירים. אני יודע, אני בסלם זה כזה, את מחמן ביאן, קוהלת, פורים. מגילת אסתר. נו. והוא מחמן עשן דנך כאלה תורה. ואין קריאת התורה איזה רגל מייסיק. וקריאת המגילה איזה אינדיזל בשטופה פון פלישט. קריאת המגילה איזה אני ברכה. יא, שם בשקריאת הרינה תסיים גזלת איזה אורך אני מיטל פון דה רבנן. ודסווינג איזה דגלי שטופה. ואין דיבי דזין דין דגלי שקטגוריה פון מצוות פון דם רבנן. דה קומט אימר. דם רגל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אוקיי? יצט. שתית אין קיצור שולחן ערוך, ונמן צווי גיבייטה צום פרישטן אובליקט. מינכה ונמוסף גיבייט. צום משפיל ימן תציש פרשפטת, מר על סקסונל שטונדן עם שבת. וזולר מחם. זולר צוערסט. לא צריך שחומה שיהיה. יהיה, זה יגוד. נאי, בבן מן לרד, אז יש כאן פרובלם צו לגן אין זר איבר דם אנדרן, בדם בישר. נו, ון זי לגן צו, דה דף מן נישט לגן אין... אותו שמי פרובית מן דסטניה ונת חומה ש... ון דיזין צו. Aber wenn die sind offen, ist kein Problem. Okay. Wenn du willst zitieren, einer nach dem anderen. Ich habe ein, es gibt einen Schalier, der heißt Mendel Kaplan. Der hat so eine Sitte, oder ein, er mag immer viele Bücher zu stellen auf den Tisch. Und er stellt immer einen auf dem anderen ohne Kontrolle. Und er ist ein Talmid Chochem. Dann macht er bestimmt richtig. Davon lerne ich. Ich habe auch gestern gesehen, Reb Osher Lederman in Shiurei Torah in New York. Der legt immer Bücher eine auf dem anderen wie ein Berg. Das ist kein Problem. Die Probleme zu legen, Bücher eine über dem anderen, es ist nur, wenn es ist zu, da darf man nicht zum Beispiel legen, Kitzur Shulchan Aruch auf Chumash oder andersrum. Gut. Praktisch Le Halacha. Lass uns jetzt den Begriff, wie man sagt, beenden. Ich werde dir jetzt zitieren den Begriff kurz und dann wissen wir, haben wir diesen Begriff gelernt. Tadir ושאינו tadir, tadir kodem. Hadavar ha-yoter shachiach, also die Sache, die mehr matzui, matzui ist vorhanden oder häufig.
und die, im Gegensatz die Sachen, die in Vergesslichkeit sind. Mehr zu die Sachen, die selten sind, okay? Und regelmäßig. Die, Schachiach ist doch ein Vergesslicher. Nein, Schachiach heißt Matsui. Schachiach heißt vergessen. Schachiach ist ein. Ich dachte, es ist leicht zu vergessen. Nein, Schachiach. Schachiach heißt, es ist immer da. Es ist immer da. Das ist Schachiach. Das קורא לי sehr. Manchmal Sachen, die sehr Schachiach. Es ist sehr Schachiach, לשכוח. Es ist sehr häufig. Zu vergessen. Du weißt besser, wie ich das sagen soll, ist es so. Ja, ja, Schachiach. Schachiach ist nicht vergesslich. Schachiach ist häufig, gewöhnlich, Schichut. Hier, Schachiach. Tistakel. Du bist jetzt verwirrt, also eine Minute. Okay? Also da war schon Schachiach, eine, die häufig, mehr als eine Sache, die nadir. Wenn es gibt zwei Sachen, wo eine wird ausgeführt, mehrere Zeiten, öfter, näher, und der andere selten, der hat schon von vornherein eine Stammkunde-Premium. Also, kommt regelmäßig. VIP. Ja, ich versuche auch, wenn Leute kommen Schabbes in die Synagoge, zu bevorzugen diejenigen, die kommen regelmäßig. Obwohl, gibt es manchmal Gäste, die kommen bei mir in die Kategorie Mekudash. Die sind heilig, also ich will sie, wie man sagt, anziehen zum Davnen. Dann kommen sie in andere Kategorie. Aber normalerweise soll man sich doch an die erste Stelle dem Tadir. Also dann haben wir gegeben Beispiel von Kiddush, von Kurban Tamid und Rosh Chodesh. Deshalb, die ganze Sachen, was wir haben gelernt, kommt von, von der Torah und das Wort Tadir kommt von wem? Onkelus. Von Onkelus. Also den Begriff Tadir, Vesheno Tadir, ja. Manchmal, du wirst sehen in der jüdischen Sprache, manchmal nutzt man Basifuta Yehudi Tadir Vesheno Tadir Tadir Kodem und manchmal sagt man Tadir Mechavero Kodem. Also jetzt, in den letzten Jahren, wo man schreibt, dann sagt man Tadir Mechavero Kodem. Die letzte Sache, ich habe hier ein Buch von Rav Eliyahu Yochanan Gruarie. Das ist der Schwiegervater von Rabbiner Teichtel aus Berlin. Er hat geschrieben ein Buch über Minhagei Berlin. Und es war mir eine erstaunliche Frage, warum erwähnt er überhaupt nicht die Schriftrollen, weder am Shavuot schreibt er gar nichts. Und er schreibt auch nicht am Shabbat Sukkot, gar nichts, habe ich erwartet, soll er was schreiben von Kohelet, nichts. Und von Worms und Frankfurt, nicht von Berlin. Aber Berlin, ich weiß nicht, ob Berlin am Jahr gemacht Österreich oder Rheinus. Das muss ich noch prüfen. Also, eine Sekunde, ich guck mal, was schreibt er jetzt am Purim. Ja, am Purim schreibt er, man nimmt er aus Sefer Torah. Und man legt die Tora rein in den Mechal und dann sagt man Brachot Kodem die Megillah. Und soll man nicht die Tfilin nach der Megillah lesen. Gut, also auf jeden Fall habe ich mich, egal ob hat man gemacht Rheinus oder Österreich, sagen wir, sie haben gemacht das so wie Hamburg. So wie Rabbi Yaakov Emdin. Rabbi Yaakov Emdin sagt, soll man lesen nach der Haftarah oder nach dem Davnen. Ja? Ich kann dir nur sagen, vor vielen Jahren haben wir hier gemacht die Schriftrollen. Wir haben das gemacht nach dem Davnen komplett. Also nach der Tfila komplett haben wir gelesen Erud oder Shirashirim und so weiter. Also es war mir eine Wunder, warum bringt er das nicht in sein Buch. Bestimmt hat man in Berlin gemacht Erud und Shirashirim und
Kohelet. Ich bin sicher. Die deutschen Juden waren sehr jäckisch. Also, wenn sie haben gemacht, haben sie richtig gemacht. Und interessant, das spürt man auch, weil die Idee, an die Feiertage zu machen, die Megillah vor dem Kriat HaTorah, ist auch die Minhag von Gaon von Vilna, der Gro. Da sieht man schon eine Interaktion zwischen die Litwikes und die Jekes. Also sie waren mehr an die Seite von die Litwikes und die Jekes als die Chassidim und die Poilim, das Fahrrad. Also wenig Kabole und Chassides. Aber ich werde noch die Sache forschen und ich lasse dir noch wissen. Schreich.